Mein Name ist Ulrike Bibeert-Petermann. Ich bin Abteilungsleiterin und Laborleiterin vom Trinkwasserlabor in Nethen. Hier im Trinkwasserlabor untersuchen wir Trinkwasserproben, doch vor allem untersuchen wir Grundwasserproben, insbesondere von den Förderbrunnen, die das Wasser für die Trinkwasseraufbereitung liefern. Darüber hinaus befinden sich im Umfeld der Förderbrunnen zahlreiche Beobachtungsmessstellen, sogenannte Grundwassergütemessstellen. Wir untersuchen vor allem das Grundwasser, das für die Aufbereitung in den Wasserwerken eingesetzt wird. Darüber hinaus beproben wir regelmäßig eine Vielzahl von Beobachtungsmessstellen, die in unterschiedlichen Tiefen verfiltert sind und die letztendlich das zukünftige Trinkwasser darstellen. Das Trinkwasserlabor hier in Nethen ist ein Betriebslabor. Wir untersuchen Trinkwasserproben, doch hauptsächlich untersuchen wir hier Grundwasserproben, insbesondere das Grundwasser der Förderbrunnen, die das Rohwasser für die Wasseraufbereitung liefern. Denn aus dem Rohwasser wird ja letztendlich unser Trinkwasser gewonnen oder hergestellt. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe zur Sicherung der Trinkwasserqualität. Wir haben von der Qualitätsüberwachung her ein gestuftes System. Wir haben vor Ort in unseren Wasserwerken die Tageskontrolle, die täglichen Messungen in den Wasserwerken vor Ort. Darüber hinaus beauftragen wir externe Labore, sodass auch jederzeit sichergestellt ist, dass wir eine unabhängige Qualitätsüberwachung haben, zum Beispiel für die mikrobiologische Hygienekontrolle. Die wird komplett von externen Laboren durchgeführt. Darüber hinaus beauftragen wir weitere externe Labore, um eben halt für unsere Grundwasserproben und auch für unsere Trinkwasserproben die bestmöglichen Untersuchungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Als Betriebslabor sind wir darauf orientiert, möglichst die für die Wasseraufbereitung relevanten Parameter zu untersuchen, wie pH-Wert, Trübung, Leitfähigkeit, aber ganz wichtig die Metallanalytik, denn unsere Grundwässer enthalten fast alle Eisen und Mangane. Und das Eisen und Mangan muss in den Wasserwerken durch die Filtration entfernt werden, weil sonst würden die Leitungen, die Trinkwasserleitungen, sich dicht setzen und es würde nur noch braunes Rostwasser beim Kunden ankommen. Deswegen sind solche Parameter wie Eisen und Mangan ganz wesentliche Überwachungsparameter. Natürlich ein ganz wichtiger Parameter ist für uns die Untersuchung auf Nitrat, weil in unseren Wassergewinnungsgebieten sind wir nun mal stark eben halt auch durch die Landwirtschaft geprägt und da ist natürlich das Thema Nitrat ein sehr wesentliches Thema.